Mann, in den Mann. Blanco. Auch ein Innemann. Feiner Mensch, dieser Blanco. Ja. Kein Dreck, liebe Fee. Du auch nicht, lieber Schwiegervater. Du machst mal wieder die Arbeit des Personals. Ach. Das ist ein guter Anzug. Papa. Was machst du denn schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das lassen. Ja, ja. Max, lass ihn doch. Lass ihn doch, sagst du. Was denken unsere Gäste? Sie denken, dass der Vater des Chefs in seinem Alter noch schwer arbeiten muss. Morgen, mein Schatz. Morgen, Papa. Morgen, Opa. Morgen, Frank. Morgen, Papa. Das ist ein Tag heute. Hm? Na, wie immer, wenn die neuen Gäste kommen. Richtiges Traumwetter. Papa. Hörst du mich, Papa? Psst, nicht zu laut. Du wächst ja die Gäste auf. Ich hab dir 100-mal gesagt, du bist nicht unser Haustier. Tja, Spielverderber. Ach, da bist du endlich, Michael. Komm, wir sprechen uns beim Frühstück. Jawohl, lieber Vater. Sofort, Herr Vater. Deine Bummelei gewöhne ich dir noch ab. Und deine dummen Sprüche auch. Immer dasselbe. Kein Mensch will frühstücken, schon um 7. Doch, Pablo. Wenn wir erst um 7:30 öffnen würden, wollen alle schon um 7 Uhr frühstücken. Ach, Frau Lindemann, ja? Herr Borkelt hat sein Ticket vergessen. Ach, mein Gott, ja. Manuel, lauf schnell runter zum Hafen. Vielleicht hat unser Schiff ja noch nicht abgelegt. Sie sind lieb. Danke. Tut mir leid, Frau Blanco. Ihr Mann ist noch beim Joggen. Soll er Sie zurückrufen? Ist gebongt, Frau Blanco. Wiederhören. Frau Lindemann, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte, Frau Kunze. Mein Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen, die ganze Nacht nicht. Er hat sich gestern ein Boot gemietet. Ach, das macht er doch öfter. Ja, das schon. Aber diesmal hat er seine Taucherausrüstung mitgenommen. Das erste Mal. Es wird nichts passiert sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann ja sicher selber mal die Polizei anrufen. Mhm. Oh, danke, Frank. Das ist nett von Ihnen. Wo hast du dich eigentlich seit gestern rumgetrieben? Das weißt du doch. Beim Motocross. Und anschließend haben wir einen drauf gemacht. Ich hatte dienstfrei. Ach, was du nicht sagst. Dienstfrei? Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren? Weißt du, wozu diese dienstfreien Nächte sind? Um auszuschlafen, um fit zu sein. Für den nächsten Tag. Damit du an der Strandbar was verkaufst. Und nicht beim Kassieren einpennst. Woran erinnert mich das nur? Ah ja, jetzt weiß ich es. Wer als für dich? Papa, du untergräbst meine Autorität. Ich möchte bei diesen überaus wichtigen Erörterungen nicht stören, aber wir müssen die Zimmerbelegung durchgehen. Ja, gleich. Und du, Papa, bitte hör endlich auf, hier immer die Putzfrau zu spielen. Geh doch lieber spazieren oder Petanka spielen. Du hast dein ganzes Leben lang gearbeitet. Es reicht. Ja, dieses Hotel ist dein Werk. Aber jetzt führe ich das Haus. Und du bist im Ruhestand. Du arbeitest zu viel, ich zu wenig. Man kann es ihm nicht recht machen. Ja, ja, Michael, geh lieber an die Strandbar. Es ist gleich 8. Und wer kommt morgens um 8 an die Strandbar? Der Blanke zum Beispiel, der Jogger. Wenn er 5000 Meter abgeschwitzt hat, braucht er was zu trinken. Na ja, gut. Ich bin ja kein Unmensch. Komm schon, Max, wir müssen. Kaum aufgestanden. Schon Stress. Der Stress ist bald vorbei. Heute kommt Philipp Jasny. Ja? Hast du schon wieder vergessen? Unser Geschäftsführer. Und was will er hier? Geschäfte führen, wie der Name schon sagt. Also, ich weiß nicht. Ich bin immer ganz gut ohne ausgekommen. Ja, du hattest früher auch nur 30 Betten vermietet. Jetzt haben wir 70. Du hättest ja mich als Geschäftsführer nehmen können.
Ich würde dich nicht mal was kosten. Doch, Nerven. Du hast hier 20 Jahre lang das Sagen gehabt. Jetzt bin ich dran. Bleib doch in Ruhe sitzen. Lies deine Zeitung. Nein, ich gehe jetzt Liegestühle aufstellen. Denk an die Woche, in der er in Deutschland war. Was war denn da? Du hast ihn an allen Ecken und Enden vermisst. Ja, vermisst, vermisst. Ja, wenn er mal nicht angerufen hat, warst du sofort in Sorge. Mein Gott, wir lieben uns eben. Er mich und ich ihn. Was ist denn daran so Besonderes? Das bisschen Gestänker gehört eben dazu. Das war immer so, wird immer so bleiben. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Geschäftsführer. Ach ja, bin sicher, er wird dir gefallen. Du hast ihn auch ausgesucht. Ich wundere mich nur, warum er unser Angebot angenommen hat. Er hat in großen Häusern gearbeitet. Andererseits vom letzten Arbeitgeber kein Zeugnis. Naja, sag mal, hat er Familie? Nein, er ist Junggeselle. Frag die Stewardess. Die fragt den Piloten. Danke, darfst du? Danke sehr. Und wer kriegt die 24? Feller, Renate Feller. Sag, war die nicht schon mal hier? Nein, die hat ganz kurzfristig gebucht. Das große Einzelzimmer? Eine telegrafische Voranmeldung. Barbies, Moment. Ach ja, hier. Herr Axel Gerloff, auf unbestimmte Zeit. Er hat es sehr dringend gemacht. Wahrscheinlich ein Geschäftsmann. Ehepaar mit Kind. Nein, Ehepaar ist wohl nicht. Der Mann heißt Stefan Vogt, die Frau Sandra Schüller. Sie haben einen 8-jährigen Jungen dabei. Er wird auf der Toilette sein. Schon. Wir haben den Autopiloten eingeschaltet. Was ist denn das davon? Das ist Mallorca. Thank you.
weglaufen. Kann man mit dir noch reden? Das kommt ganz darauf an, worüber. Von deinen versunkenen Schätzen jedenfalls kann ich nichts mehr hören. Du spinnst ja. Eines Tages wirst du sehen, dass ich recht hatte. Man braucht ja nicht gleich eine Weltanschauung draus zu machen. Wenigstens solange wir an Bord sind, sollten wir vernünftig miteinander reden, okay? Also gut. Reden wir, was geredet werden muss. Ich hoffe, dass wir bald an Land sind und dann macht jeder, was er will. Gut, ich werde tauchen und du gehst deinen aufregenden Interessen nach. Dann sind wir uns ja endlich einmal einig. Mhm. Herzlich willkommen im Hotel Paradies. Tag. 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 Renate Feller. Lindemann, freut mich. Guten Tag. Guten Tag. Hatten Sie eine angenehme Reise? Oh ja, danke sehr. Besonders Ihr Schiffsservice zum Hotel ausgezeichnet. Danke schön. Gestatten, Gerloff. Lindemann, lassen Sie Ihr Gepäck ruhig stehen. Ja, Pepe noch. Bringt es Ihnen dann aufs Zimmer. Ja? Daniel. Daniel, wo steckst du denn schon wieder? Ja, komm doch. Warum kommst du denn nicht gleich, wenn man nicht ruft? Oh, guten Tag, junger Mann. Grüße dich. Ah, Herr Jassen, herzlich willkommen. Guten Tag. Darf ich vorstellen? Meine Frau. Guten Tag. Philipp Jassen. Willkommen im Hotel Paradies. Esto no se lo puede comer nadie. ¿Dónde está nuestro pescado? ¡Abre la boca, di algo! Si los peces no están en las redes, no puedo traerlos. Esto se lo cuentas a tu madre, pero no a mí. Jefe, cómense mal. Sagt, das ist für heute alles. Die stinken schon. So was macht uns anzubieten. Wo sind die Fische? Fische schwimmen glücklich im Wasser, Senor Lindemann, weil nicht in Netz gegangen. Wenn der Mund aufmacht, lügt er! Ich habe heute Seeteufel auf der Speisekarte, frisch aus dem Meer. Also was ist los? Wenn Fischer nicht fangen, ich kann nicht liefern. Alle Fischer sehr traurig. Fische sind nach Norden gezogen. Mallorquinische Volksmärchen. Damit kannst du vielleicht Katzen füttern. Ja, wahrscheinlich fressen diese auch nicht. Wo hast du das her? Vielleicht die Reste, die Senor Kroll uns übergelassen hat. Ja, er hat alles gekauft. Na, Moment. Schon gut. Na, bitte, la mir das. Mistkerl. Der Mistkerl ist Kroll. Mit allen Mitteln versucht er, mich zur Strecke zu bringen. Aber mein Hotel kriegt er trotzdem nicht. Also, was stehen wir hier noch dumm rum? Fahren wir nach Soler und kaufen alles zusammen, was wir noch kriegen. Renate
24, bitte schön. Auch Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Mallorca. Dankeschön. Bitte auch die Treppe hoch und rechts. Frank, ja? Könnten Sie bitte noch mal bei der Polizei nachfragen? Das hat keinen Zweck, Frau Kunze. Die suchen Ihren Mann. Wir müssen Geduld haben. Also davon können wir wirklich nicht sprechen. Komm, wir gehen zum Metzger. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist todo? Quanto? 2000 pesetas por kilo. Was will sie? 2000 fürs Kilo. Ach was, como pueden pedir 2000 pesetas el kilo por esta carne? Komm, lass den Quatsch, sonst macht es ihm erst richtig Spaß. Lo cojo todo. Y estos dos pollos. Das macht er nicht zum ersten Mal. Erst kauft Kroll den Fischern alles ab, dann fährt er zum Markt und sagt den Händlern, dass sie jetzt die Preise raufsetzen können, weil ich gleich kommen werde und jeden Preis akzeptieren muss. Oder sollen meine Gäste vielleicht hungern? Und das lassen Sie sich gefallen? Was soll ich denn machen? Na, wie gehen die Geschäfte? Bei mir ausgezeichnet. Aber wenn du Fisch aufkaufst, den du nicht brauchst, wirst du dich ruinieren, nicht mich. Was du mir immer unterstellst, das ist Wettbewerb. Ich habe eine Busladung Gäste zusätzlich bekommen, ganz unerwartet. Die muss ich doch satt kriegen. Falls du dadurch zu große Schwierigkeiten bekommen solltest, du weißt ja... Ja, ja, ich kenne dein Angebot. Du hast mich oft genug gefragt. Aber ich verkaufe. Mein Hotel ist gesund. Und so viel Fleisch und Fisch kannst du auf die Dauer gar nicht aufkaufen, dass ich daran pleite gehe. Wiedersehen, Kraut. Übrigens, wir sind ausgebucht. Falls noch Gäste anfragen, soll ich sie dir rüberschicken? Damit deine Fische nicht verderben. Fahr los, Raphael. Wenn Sie wollen, kriegen Sie an der Poolbar Sandwich. Sonst gibt es in einer Stunde Mittagessen. Danke. Dankeschön. Sind Sie mit Ihrer Unterkunft zufrieden, Herr Garloff? Oh, ja, ja, danke. Alles bestens. Mhm. Danke. Was du mal fragst, entschuldigen Sie bitte. Ach, da gibt's doch nichts zu entschuldigen. Willst du mal mitfahren? Ich wollte selber auch immer einen haben, als ich noch richtig laufen konnte. Ach so, du bist krank. Nein, ich hatte einen Unfall. Und seitdem sind die Beine nicht mehr das, was sie mal waren. Na, Herr Jasny? Mein Mann ist ins Dorf Fisch besorgen. Wir haben im Moment unerwartete Lieferschwierigkeiten. Nehmen wir einen Drink? Gern. So. Danke. Auf gute Zusammenarbeit, hoffe ich. Ich auch. Sie hatten bisher keinen Geschäftsführer? Nein. Bisher haben wir es allein geschafft. Arbeitsteilung zwischen meinem Mann und mir. Aber jetzt werden wir langsam zu groß. Aber vielleicht können mein Mann und ich noch was von Ihnen lernen. Sie haben in großen Häusern gearbeitet. Wir werden uns schon verstehen. Die Insel ist wunderschön, das Klima ist angenehm. Da haben alle Gäste gute Laune und das erleichtert gewöhnlich die Arbeit. Tja. Ich frage mich nur,
wieso unser Angebot für Sie interessant sein konnte. Ich meine, bei Ihrer bisherigen Karriere und jetzt ein verhältnismäßig kleines Hotel? Die Größe eines Hotels und die Höhe des Gehaltes sind nicht alles. Da haben Sie recht. Die Position ist richtig. Da unten liegt ein Frachter. Aha, der mit den Goldbarren an Bord, was? Immerhin. Ganz umsonst bin ich nicht getaucht. Gratuliere. Dafür bekommst du auf dem Markt nicht mal eine Orange. Ich mag keine Orangen. Sie bringt mir Glück. Sie hat mehr symbolischen Wert. Das ist ja vielleicht eine Luxusreise. Von einer Luxusreise war niemals die Rede. Wir sprachen von einer Abenteuerfahrt. Klaus ist hier nicht. Nein, ich habe hier mit einem Klaus geredet. Kann ich bitte Herrn Harald Kuhn sprechen? Ah, macht eine Probefahrt. Wollen Sie einen Wagen mieten? Das können Sie auch bei mir. Nein, danke. Ich rufe dann lieber später nochmal an. Wann wird denn Herr Kuhn zurück sein? In ein paar Minuten. Gut, ich rufe dann nochmal an. Adios. Hallo? Ja, hier Gerloff. Ich bin eingetroffen und wollte nur kurz Meldung machen. Also, geflogen ist die Dame allein. Ja. Und hier hat sie auch noch keinen Kontakt mit jemandem aufgenommen, der dem Typ auf dem Foto ähnlich sieht. Ja, sicher. Ich bleibe dran an ihr. Klar gehe ich vorsichtig zu Werke. Okay, ich melde mich wieder. Jetzt haben wir 7 Leihwagen, Fernando. Ist das nicht herrlich? Wunderbare Sache, Boss. Und deine Schwester freut sich gar nicht? Ist doch toll, Isabel. Wann gehen wir denn endlich? Wohin denn? Na, zum Strand. Daniel, wir müssen doch erst mal Mittag essen. Hast du denn gar keinen Hunger? Nee, dann darf ich ja erstmal nicht ins Wasser. Außerdem habe ich unterwegs Keks und Bananen gegessen. Sieht schön aus, Mama. Er hat recht. Du siehst hinreißend aus. Musik.
Stefan. Doch nicht immer vor dem Jungen. Muss ich erst an dich gewöhnen, deshalb sind wir hier. Ich weiß ja. Aber manchmal ist es eben so verdammt schwer. Hör mal zu, Daniel. Lass mich in Ruhe. Lass ihn. Er ist eifersüchtig. Wenn ich dich mit einem anderen Mann rumschmusen sähe, wäre ich auch eifersüchtig. Aber er ist ein Kind und du nimmst ihm nichts weg. Ich glaube, das sieht er anders. Ich glaube, er ist eher verwöhnt, weil er mich 3 Jahre für sich allein hatte. Ja, mein Bekannter ist unten. Na, hoffentlich ist er vorsichtig. Da ist vor ein paar Jahren schon mal jemand unten ertrunken. Er hat sich verhakt. Okay, ich sag's ihm. Eva, mach keinen Quatsch, da unten liegt eine Leiche. Red keinen Unsinn. Nicht so sagen, ein Taucher. Wahrscheinlich der, dem das Boot da drüben gehört. Ist das dein Ernst, dass da unten einer liegt? Ja, wir müssen sofort die Polizei verständigen. Und dann suchen wir uns ein Hotelzimmer. Wie? Willst du damit sagen, ich will damit sagen, dass sich jeder sein eigenes Hotelzimmer nimmt. Ich habe längst begriffen, dass zwischen den beiden nichts mehr läuft. Oder siehst du das anders? Nein. Na, dann sind wir uns ja einig. Nichts. Bist du neu hier? Vor 2 Stunden angekommen. Aha. Wie heißt du denn? Daniel. Ah, Daniel Vogt, stimmt's? Nein, Daniel Schüller. Aha. Schüller. Schau mal. Sieht aus, als ob dort jemand anlegen wollte. Daniel. Daniel, warum läufst du denn immer weg? Tag. Tschüss, Tag. Du Schwummer. Hm? Warum kannst du nicht fertig essen mit uns und dann können wir gemeinsam was unternehmen? Wir machen schließlich Urlaub zu dritt und nicht jeder für sich alleine. Du bist ja nicht alleine. Außerdem ist es langweilig. Wir wollen Tennis spielen. Kommst du mit? Nee. Ja, willst du es nicht lernen? Tennis. Tauchen will ich lernen. Ist noch nichts für dich. Komm jetzt. Ich gehe lieber schwimmen. Soll ich mitkommen? Nee. Wenn das so weitergeht, komme ich ihm nie näher. Gut. Hotel Kroll. In einer Viertelstunde bin ich da. Adios. Schön, wie Sie das machen, Isabel. Ohne Fernando und Sie wäre ich wirklich aufgeschmissen. Ich bin noch gar nicht so lange ihr. Aber schon unentbehrlich. Sie wissen ja, wie ich das meine.
Kann ich irgendwie helfen? Danke, ich komme schon zurecht. Aber du könntest die Polizei anrufen. Ich habe 8 Seemeilen von hier in den gesunkenen Frachter eine Leiche gefunden. Ein Taucher? Ja. Ich rufe sofort an. Hey, hey, sind in dem Hotel noch Zimmer frei? Ja, ja, wird sich schon irgendwie machen lassen. Sind Sie Taucher? Na ja, eigentlich nur im Urlaub. Muss toll sein. Noch so einer. Haben Sie schon mal den Schatz gefunden? Ja, heute. Du möchtest wohl gern mal tauchen lernen, hm? Und ob? Können Sie es mir zeigen? Wie heißt du denn? Daniel Schüller. Also Daniel, ich glaube, da sprichst du am besten erstmal mit deinen Eltern, hm? Und dann reden wir nochmal drüber, okay? Okay, ich frag gleich. Schönes Boot haben Sie da. Ja, finde ich auch. Sonst hätte ich auch gern mal. Steckt eine Menge Power dahinter, was? Das kann man wohl sein. Wohnen Sie hier im Hotel? Ja, ja. Schön hier? Sehr schön. Na, dann will ich mal. Auto Kuhn? Ich bin es, Klaus. Du? Ich heiße Harald. Harald Kuhn. Ja, entschuldige. Es ist so schwierig. Trotzdem. Harald Kuhn, hörst du? Ja. Wie geht es dir? Gut. Sehr gut. Und dir? Mir? Mir geht es auch gut. Abgesehen davon, dass du mir fehlst. Ja, du fehlst mir auch. Haben Sie dir das Geld ausgezahlt? Ja, letzte Woche. Du hast doch nicht etwa mit? Nein, natürlich nicht. Du hast mir doch gesagt, wie gefährlich das wäre. Allerdings 10.000 habe ich dabei. Als Starthilfe. Ja gut, die kann ich brauchen. Hattest du den Eindruck, verfolgt zu werden? Ich weiß nicht recht. Sowas kann man sich auch einreden. Sei vorsichtig. Warte noch eine Weile, ehe du kommst. Wir dürfen nichts aufs Spiel setzen. Das weiß ich doch, Klaus. Harald. Entschuldige. Das muss dir in Fleisch und Blut übergehen. Harald. Ja, wird nicht wieder vorkommen. Ja. Also beobachte die Leute in deiner Nähe. Wir sehen uns erst, wenn wir ganz sicher sind, dass dir niemand auf den Fersen ist. Wir müssen Geduld haben, auch wenn es schwerfällt. Gut. Ich rufe morgen wieder an. Tschüss, mein Liebster. Ja, tschüss du. Wir haben noch 2 Einzelzimmer bekommen. Das nennen Sie Glück? Naja, in meinem Fall schon. Wir haben uns, wie man so schön sagt, im besten Einvernehmen getrennt. Meine Freundin fliegt morgen zurück. Und Sie sind alleine hier? Warum? Kennen Sie den Namen? Nein.
Hotel Paradies. Sie? Sie? Sie. Adios. Oh Gott. Wer bringt der Frau das jetzt bei? Was ist denn? Die Polizei hat die Leiche aus dem Wrack geborgen. Es war Herr Kunze, ein Gast von uns. Wahrscheinlich hat er auch nach dem Schatz gesucht. Was für ein Schatz? Der Frachter soll doch Goldbarren an Bord gehabt haben. Ach, ist doch alles dummes Gerede. Das Einzige, was immer mal gefunden wird, ist eine Leiche. Haben Sie ja selbst gesehen. Was ist hier? Wer? Der Taucher. Ich habe selbst schon eine Münze gefunden. Na, ist doch Kleinkram. Hey, Daniel. Das ist meine Mutter. Ah, guten Tag. Guten Jens Tag, Schüller. Stimmt es, dass Sie Daniel angeboten haben, ihm das Tauchen beizubringen? Ja, er scheint ja ganz wild darauf zu sein. Ja, aber das ist doch sehr gefährlich, oder? Hm, nicht gefährlicher als jede andere Sportart auch, wenn man es richtig lernt. Trotzdem, ich finde, er ist zu jung. Tja, da kann man nichts machen. Tut mir leid, Daniel. Jedenfalls vielen Dank für das Angebot. Komm, Daniel. Ich hätte ihm gern den Gefallen getan. Komm. Isabel? Ja? Ich weiß zwar, dass Sie hauptsächlich hier sind, um Fernando zu helfen. Aber Sie helfen damit automatisch auch mir. Sie kochen, halten alles in Ordnung. Und die Buchführung machen Sie auch. Bitte akzeptieren Sie, dass ich Sie für diese Arbeit auch bezahle. Nein. Warum nicht? Alles klar, ich habe noch. Stör ich? Nein. Hattet ihr Streit? Ich glaube nicht. Ah. Ich mache mir Sorgen wegen Kroll. Seit Jahren versucht dieser Kerl uns klein zu kriegen. Diese Geschichte heute wieder mit den Fischen. Gott sei Dank haben wir es gerade noch hingekriegt. Aber wir haben ganz schön geschwitzt. Raphael alles improvisiert hat, war wirklich wunderbar. Trotzdem, wer weiß, was Kroll sich sonst noch alles ausdenkt. Ach, Lisa, wir haben es bis jetzt geschafft. Da werden wir es auch weiterhin schaffen. Wir beide. Ja, beide. Du, Max. Da wir doch jetzt einen Geschäftsführer haben, könnten wir da nicht an einem Tag am Wochenende so um den 13. herum, können wir nicht einen Tag frei nehmen, nur wir beide? Wieso sollten wir uns denn einen Tag frei nehmen? Wir haben doch hier in unserem Paradies alles, was wir brauchen. Ja, das schon, nur ich dachte... Also das halte ich für keine sehr gute Idee. Außerdem, Herr Jasny muss sich doch erst einarbeiten. Aber wenn du in 4 bis 5 Wochen möchtest, könnten wir vielleicht darüber reden. Nein, ist ja nicht so wichtig. Wenn du dich überlastet fühlst, musst du es mir nur sagen. Nein, nein. Ist alles in Ordnung. Schlaf gut, mein Schatz. Du auch, mein Liebling. Morgen, Herr Blanco. Oh, Michael. Ach, Frank. Entschuldige, bitte. Was ist denn, Herr Blanco? Ja, ich glaube, ich war ein verrückter Herr und... Naja, es ist nicht böse gemeint. Was ist nicht böse gemeint? Ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Immer wenn ich laufe und treffe auf jemanden, der... Ach so, Sie meinen, das sei wie eine Provokation? Ja. Ach, was, Herr Blanco. Es hilft mir ja nichts, wenn Sie langsam gehen. Ja, das stimmt. Na klar. Also, tschüss, Herr Blanco. Na, alles klar? Ja, ja. Herr Blanco meinte eben, man dürfe an einem Behinderten nicht vorbeispurten, was die Lunge hergibt. Ach, na ja.
Das meinte er wohl nicht böse. Oder stört dich so eine Bemerkung immer noch nach 3 Jahren? Wenn du mich so fragst, ja. Ja, kann ich schon verstehen. Wenn mir so ein Unfall passiert wäre, wer weiß, wie ich reagieren würde. Kommst du mit schwimmen? Na, was denkst du denn? Zimmermädchen Isabel, Zimmermädchen Carmen, unser Barkeeper Juan, Pablo, unser Oberkellner und Manuel, sein Kollege und unser Chefkoch Raphael mit seiner Brigade. Ja, das werden im Wesentlichen die Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten werden. Sie wollten mir noch was über Herrn Kroll sagen. Ach so, ja. Naja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Nur, dass wir eben erbitterte Konkurrenten sind. Kroll musste damals vor vielen Jahren, als es ihm dreckig ging, dieses Hotel hier verkaufen. An meinen Vater. Er brauchte Geld. Und nach haben wir natürlich vergrößert. Das passt ihm gar nicht. Denn seit es ihm besser geht, will er dieses Hotel wieder zurückkaufen. Ihm ist jedes Mittel recht. Er besticht die Behörden, verleumdet uns bei den Reisebüros, hetzt Lieferanten gegen uns auf und so weiter. Naja. Sie werden es erleben. Na? Wo sollst du denn hingehen? Zuerst nach Palma, ein bisschen durch die Stadt bummeln, ein spanisches Dorf, Kathedrale besichtigen. Na dann, viel Spaß. Danke. Komm, Dani, hopp. Ich dachte nur, der Daniel macht keinen sehr glücklichen Eindruck. Nein. Sie vergessen ihn ein wenig. In ihrem Glück.